memories have been pretty caring. Fotos? Ja. Ich habe ein kleines dabei. Ah ja, nein. Aber ich krieg bestimmt ein. Und? Ja, alle Hunden mit sich ein. Wir stellen unter über 10.000 nachgewiesenen und dokumentierten Fälle verschiedenen schweren Grades messbar leichte Depots mit geringer allgemeinen Symptomatik bis zu schweren Nerven- und Immunstörung und Todesfälle zur Verfügung. Übrigens, meine Fälle wollte ich kein Arzt. Das Bundesgesundheitsamt hat da ewig schon sagen, sie schicken es am Zögern, aber ich sage, ja, müssen aber die Patienten das Info kriegen. Da waren sie alles falsch. Das wollten sie. Beweise wollten sie alle nicht haben. Und jetzt sind die, hat mein Nachfolger dann, der wollte ja Doktorarbeit schreiben, ist aber abgestürzt, hat sich nach Jugoslawien gebracht und jetzt ist er keine Arbeit mehr. Schreibt er keine Arbeit mehr. Nach unseren bisherigen Beobachtungen dürften in der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland ca. 2 Millionen Personen durch Amalgam schwer geschädigt sein. Selbst nach einem sofortigen Amalgamverbot ist wegen der langen Halbwertszeit noch über 2 Jahrzehnte mit Nerven- und Immunschäden infolge von Amalgam zu rechnen. Die Therapiekosten sind beträchtlich. Das ist ja heute noch immer dasselbe. Sonst erst später. In Deutschland sterben alljährlich etwa 1500 Säuglinge am plötzlichen Kindstod. Neueste Untersuchungen aus Schweden berichten von hohen Quecksilbereinlagerungen im Gehirn durch mütterliches Amalgam. 2 ppm, es muss vermutet werden, dass Amalgam ein Faktor ist. Die einzige Ursache. Nur 2% der von uns untersuchten Amalgamträger zeigten keine erhöhten Schwermetallwerte und gaben keinerlei Beeinträchtigung an. Selbst Kinder im Alter um 6 Jahre hatten bei entsprechender Vergiftungssymptomatik und der herausgefallenen Amalgam gefüllten Milchzähne hohe Depots bis zu 8.125 Mikrogramm pro Kilogramm Quecksilber und 7.366 Mikrogramm pro Kilogramm Zinn. Zementfüllungen hätten die kurze Verweildauer gehalten und wären sicher unschädlich gewesen. Die Milchzahn Amalgam wäre. Und wenn der Milchzahn aufgelöst wird, wandert das gesamte Amalgam in den neuen Zahn und damit ist es festgeschrieben, der bleibt sein Leben lang da. Das heißt dann ABHS und das ist immer ein bisschen der Herzen. Mein Sohn, der mich wiederbelebt hat, der ist Kinderarzt, der hat im Leben das Wort ADHS noch nicht gehört. Da sagt er, ja, wenn es die Patienten nicht sagen, kann es der Arzt ja nicht, wenn es sowas gibt. Das fasst das nicht damit. Geht auch ohne. Das meiste Geld verdienen ja die Kinder heute, die Ärzte halt mit Impfen. Das Impfen ist außerhalb, sind das 6-fache Impfungen. Das Impfen wird besser bezahlt, als jede Kinderheilkunde. Also kranke Kinder behandeln ist ein Zuschussunternehmen. Impfen ist das Einzige, was die Ärzte verdienen. Das würde jetzt auch dann so, die wissen ja, dass jetzt 50 Millionen Impfstoffe Schweinegrippe bestellt werden. Kein Mensch weiß, ob der Impfstoff gegen die Schweinegrippe ist. Ich spreche sehr viel dagegen. Außerdem ist die Schweinegrippe die harmloseste Grippe, die wir je als Grippewelle hatten. Das ärgern sich alle. Früher hat man gedacht, man könnte mit der Vogelgrippe das Geschäft sein. Na, war die dann plötzlich nicht mehr so. Der hat gesagt, sehr über das sinnvolle Verhalten der Vogelgrippe gefreut, dass ich da bei den damals Kranken hatten. Die dürfen dann nicht mehr zur Tür raus. Die sind Wildtiere. Die dürfen nicht mehr zur Tür raus. Das ist ein Halsketten, weiß Gott was. Ich glaube, wenn man sagt, wer Wildtieren den Ausgang
in die Wildnis verbietet, der hat also Ahnung von Tiermedizin. Ja. Und er hat es aber nicht mehr getragen, die Leute haben nachher auch die Mädchen durchschaut, dass die Bundeswehr nachher die Autoreifen abgespritzt hat, in der Nähe, so 5 Kilometer Entfernung, ein Virus gefunden wurde. Also das war es dann nicht mehr. Aber man hat dann rechtzeitig gesagt, ich würde die Schweine gehört. Und da wurde ja viel unternommen. Bis heute weiß ich noch nicht, warum die amerikanische Firma Baxter diesen H1N5-Virus in 16 verschiedene Impfstofflabore verbreitet hat. Und man weiß nicht warum. Es hat eigentlich dieser Virus in einem Labor, das Impfstoffe herstellt, nichts und überhaupt gar nichts verloren. Wurde aber entdeckt und die sind also Rede und Antwort schuldig geblieben. Es ist natürlich die Vermutung aufgekommen, dass diese Impfstoffe damit kontaminiert werden sollten. Dass man über diese Massenimpfung dann möglicherweise die Pandemie geht. Was ja vermutet wurde, damals bei der spanischen Grippe, es sind ja dort nicht, wie sonst üblich bei der Grippe, die alten Leute gestorben, die Herzkranken, die Pferde, sondern sind nur junge Leute gestorben, die geimpft waren. Also nur Geimpfte sind gestorben. Nicht Geimpfte hat die spanische Grippe kalt lassen. Und es wird die Zukunft jetzt zeigen, ob sowas wieder gemacht wird. Das ist ja auch irgendwie, das ist ja ein gewisses Ablenkungsmanöver von den Staaten, von der Finanzkrise, die ja möglicherweise auch die Regierungen gefährden könnte. Also ich bin ja immer dafür, nicht über Sachen reden, die ich nicht ändern kann, aber ich habe sofort in der ersten Sekunde geschrieben und ich habe das alle meine Leute auch gegeben, ein Epikutanpass auf die Hilfsstoffe der Impfstoffe. Wenn Sie also eine nachgewiesene Allergie haben auf die Hilfsstoffe, sagt, gehört ab für dieses Aluminium, das Formaldehyd und das organische Quecksilbersystem. Wenn Sie also einen Epikutanpass haben, das man nicht vergessen, Nikola, muss Zeit noch mitnehmen. Ein Epikutanpass auf die, und ich schreibe es dann in Rot, Vorsicht, Allergie auf Hilfsstoffe der Impfstoffe. Und ich sage es nochmal zum Mitschreiben, Aluminium, Thiomersan, das organische Quecksilber, und Formaldehyd, das in diesen Impfstoffen notwendig. Das sind auch die Impfstoffallergie, wenn es einem nach der Impfung schlecht geht, die Allergie auf die Impfstoffe. Thiomersal, Aluminium und Formaldehyd. Und wenn man die hat, darf man nicht geimpft sein. Da gibt es keine Diskussionen. Also auch hier darf man nicht sagen, ich bin Gegner von Impfungen, weil sie würden ja, wenn es eine Pandemie mit der Funkstärke gefesselt und zur Zwangsimpfung vorgeführt. Kann ich nichts machen. Das Wohl des Staates ist ja über dem Eigenwohl. Aber jemand mit einer nachgewiesenen Allergie und der Arzt hat die Patienten verschrieben, das ist ein peinliches Unterfangen. Können wir ja was ausmachen. Die haben ja die meisten, die für sie einen Hypokotern-Test bei mir gemacht. Und wenn sie mir ein Rückkuvert schicken und sagen wir mal einen Fünfer drin und dann was muss man. Und dann schicke ich ihnen mit Pap diesen Herbst. Wenn sie also so. Und am besten sie tun ihren Pap dazu schicken. Das führt natürlich in einem Pandemiefall. Das heißt, man muss der Impfstoffschutz für die Bevölkerung, wenn 50 Millionen Leute impfen müssen, haben sie keine Zeit. Und der Lund zum Beispiel der Wohlstandsverhältnis. Hauptsache die Bevölkerung. Auf die Problematik der Amalgambelastung durch Amalgamverarbeitende Zahnärzte soll hier gar nicht eingegangen werden, obwohl wir als Anlieger Zahnarztpraxis in der Nachbarwohnung
eine Hausstaubbelastung von 5100 Mikrogramm pro Kilogramm im